Rosmarin, mach irgendwas Cooles. Ja, spiel ihn so auch. Willkommen zu einer ganz neuen Folge FIFA, ein neues Projekt, das jetzt auch alle zwei Tage läuft und der Alex ist mit dabei. Ja, hier sind wir mein Ultimate Team Team. Hört sich ja mega geil an. Ich habe eigentlich eine komplette deutsche Mannschaft gehabt. Wie ihr hier auch seht, sind ja noch ein paar deutsche Auswechselspieler. Alex hat mir aber ein bisschen Geld gespendet, beziehungsweise geliehen. Deshalb habe ich hier ein paar Franzosen und Italiener und was ist das für ein Engländer drin. Und deshalb ist die Chemie nicht mehr ganz auf 100. Moritz, es bringt dir mehr 100 Chemie zu haben als bessere Spieler. Ja, aber die Chemie ist jetzt auf 70. Das ist auch noch akzeptabel. Nee. Meinst du? Ja, lad mich einfach ein. Genau. Alex und ich haben jetzt mal wieder mit FIFA angefangen und ja, wir sagen mal so, wir sind relativ gleich gut, würde ich sagen. Wir haben vorher schon ein paar Runden gespielt. Ich habe ihn 6-0 oder so abgezogen, als wir mit den Ultimate Team Teams gespielt haben, aber das war auch unfair, weil mein Team war einfach besser als seins. Und wir haben aber auch einmal mit echten Mannschaften gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, welche wir genommen haben, aber es war ungefähr die gleiche Stärke beider Mannschaften. Du hast Dortmund und ich habe Juve genommen. Genau, und da haben wir 1-1 gespielt, deshalb würde ich einfach sagen, dass wir relativ gleich gute Spieler sind. Und ja, jetzt machen wir mal ein geiles Spiel gegeneinander. Ja, okay, Alex. Okay. Mein Angriff ist irgendwie scheiße. Ja, aber deine Verteidigung im Mittelfeld ist gut und das Mittelfeld und Verteidigung, ne? Angriff ist ja nur der Abschluss. So. Aber warum? Spiel mir ich habe einen 79er und einen 86er. Keine Ahnung, vielleicht hast du noch irgendwie so einen Mittelstürmer. Nicht Mittelstürmer, sondern ZOMs. Vielleicht sieht das. Ja, guck mal da. Ja, der Vidal meinst du. Und der hat aber glaube ich auch 86, oder nicht? Ja, der hat auch 86. Alter, das wird so das Verderben, ey. Das glaube ich nicht. Du bist, glaube ich, ein bisschen besser als ich. Wir werden sie auflösen. Mani Breukmann und Frank Buschmann am Mikrofon. Ich bin mal gespannt jetzt. Auch von meiner Seite und ich bin sehr gespannt, was ja, wir sind Anfänger, will ich mal so sagen. Wenn ich jetzt nämlich online gegen andere Spieler spiele, dann verkacke ich meistens. Und ich bin halt total schlecht in der Abwehr. Ich kann den Ball einfach nicht abnehmen. Nein. Lol. Aber deine Typen haben jetzt Schuss. Nein! Da muss ich nicht dazwischen werfen, wie nichts Gutes. Nein, und dann passiert sowas. Alter, deine Mannschaft ist überkrank. Schieber. Marin. Ja, okay. Du räumst Marin einfach um. Der ist einfach so. Marin ist einfach so klein und zierlich. Das war kein Schuss, das war ein Bonus, aber souverän gehalten. Ja! Was nimmt den Ball denn nicht an? Alter, jetzt. Guck mal, wie du die ganze Zeit Druck bei mir rauf machst. Er bringt sein Team in Ballbesitz. Aber Marin habe ich jetzt auf 90 hochgeballert. Ach nee, habe ich gar nicht. Nee, hast du das nicht gemacht? Nee, weil ich dachte nur so für einen Spieler, bereite ich mir das wenigstens auf einen Megaspiel auf. Ah, fuck. Oh lol, oh lol. Oh lol. Oh lol. Oh, ich dachte gerade. Der Konter. Genau, ja, was ich noch sagen wollte, Alex will halt eine Juventus-Turin-Mannschaft haben und machen. Und ich will halt eine Mannschaft mit deutschen Spielern machen. Deshalb, ja. Oh, fuck. Andrea Pirlo. LOL. LOL. Der Pass war krass, oder? Ja. Verpirlo. Meine gute Investition. Oh, nee. LOL. Jawohl! Eigner. Eigner hat im letzten Spiel richtig krass Tore gemacht. Muss ich das mal sagen. Oh, Pirlo, das ist geil. Ich kann dir nur als Tipp geben, ganz kurz antippen. Oh, ja, gut. Aber ich versuche dich zu besänftigen. Ich habe in meiner ganzen FIFA-Laufbahn, außer wenn ich gegen Computer auf Amateur gespielt habe, noch kein einziges Tor geschossen. Freistoß. Ja, natürlich. Blindes Verständnis hier. Natürlich habe ich schon mal ein Tor geschossen, wenn ich dich 6-0 abgezogen habe vorher. Oh. Ja. Ja, das ist gut. Oh, der ist schon gelb. Nice one. Nein. Yes. Lol, hast du das gesehen? Der hat so einen komischen Move gemacht.
Michael Jackson. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Hast du eigentlich mehr mit in den Lauf oder mit mehr mit anderem? Ich passe fast nur Dreieck, also in den Lauf. Schäfer. Genau, wir spielen übrigens auf dem PC und mit Controllern beide. Ja, ich passe hauptsächlich mit Dreieck. Arkesio. Weil das einfach guckt, dass dann bleibt das Spiel, also bleibt halt ein Tempo drin, ein gewisses Tempo. Geht er rein? Alter! Das war ein geiler Schuss. Okay. Guck, und das meine ich. Pirlo ist wahrscheinlich einer, der richtig krass Schuss hat. Ja, und der hat auch gut Pass. Ich glaube, ich muss... Auf jeden Fall. Ja! Ja! Ach, und da geht's wieder ab, Alex. Da ist wieder alles offen. Alles offen, ganz ehrlich. Andrea Pirlo. Da ist er, der Vorbereiter par excellence, der ideale Mitspieler. Ja, genau. Ah, das war zu viel zu früh. Ja! Oh, abgefälscht! Oh. Alter. Oh Mann. Oh Gott. Ja, okay, was macht mein Spieler da? Hast du es gesehen? Lol. Was? Was? Abseits. Oh, ich dachte gerade, du machst mein Herz hier tot. Ich denk gerade so, womit hat er denn jetzt 11 Meter verdient? Warum? Ich faul eigentlich gar nicht. Deshalb wundere ich mich ja. Manchmal passiert bei FIFA ja einfach. Als ich gestern mit Florian gespielt habe, hat er einfach nur einen Foul bekommen, weil sein Spieler aufgestanden ist und meinen damit sozusagen einmal angerempelt hat. Dafür hat er rot bekommen und ich einen Elfmeter. Aber du hast trotzdem verloren. Nee, das war das, wo ich 3-2 gewonnen. Nee, doch, da habe ich 6-1 verloren. Mann, kannst du mir mal den Ball lassen? Ja! Nein! Der wäre 100 pro drin gewesen. Und nun Arturo Vidal. Oh Mann, warum dann immer solche Fehlpässe? Daran seht ihr wahrscheinlich, dass wir Anfänger sind. Oh ja. Oh oh. So, jetzt Schieber. Marin. Oh, Marienmann. Marienmann, wie das anhört. Genau, und du kriegst natürlich fast den Ball. Ach, diesen Typ mal wieder hinterher speedet. Nein. Er geht dazwischen und nimmt dem Gegner den Wind aus den Segeln. Eine super Taktik, er geht dazwischen und nimmt dem Gegner den Wind aus den Segeln. Jetzt wird sich wieder in die Hände gespuckt. Das kann nicht angehen. Nein, ich hätte nicht nach links, rechts gehen sollen. Jetzt nimmst du ihn an, dann geht uns aus. Marquisio. Er hat das Preisausschreiben um den Ball gewonnen. Oh nee. Nein! Ey Mann! Hab gar nicht A gedrückt. So, mal gucken, ob der hier einmal um die Welt kann. Nein, kann er nicht. Oh, no. Nein! Nein! Du doch verfangen! Ja, der ist drin, Nicker. Nein! Oh Mann! Das ist immer demoralisierend. Fuck! Aber die Spiel macht echt aggressiv, kann sein. Ja, ist noch aggressiver als jedes Ballerspiel. Oh, fick dich! Ah, das ist erstmal ein Schluck trinken. Was? Ja, das ist ja so eine Sache mit den späten Toren vor der Halbzeit. Erstmal einen Schluck trinken. Wichtig ist es einmal. Kuchen und Wodka. Ja, vor allem Spaß. Gib mal. Natürlich eine ganz, ganz breite Brust jetzt.
Schiedsrichter pfeift die Partie an. Die zweite Halbzeit läuft. Wie sie einfach alle nicht dribbeln können bei mir. Zack. Boah, ich mach die Taktik, die Florian immer kaputt macht. Oh, super. Er muss schnell entscheiden und er entscheidet Vorteil. Und er entscheidet richtig. Oh nee, oh nee. Oh mein Gott, Alter, was ist denn? Wieso kann ich denn einfach nicht verteidigen? Ich verstehe es nicht. Ich kann das auch nicht. Es geht mir echt auf die Eier, weil wenn ich und du das könnten, dann wären wir, glaube ich, viel besser. Weil im Angriff sind wir jetzt nicht perfekt, aber solange wir verteidigen können und kein Tor reinkriegen. So kriegst du den Kopfball nie. Ja, also mit der Flanke kann er nichts anfangen. Das liegt gar nicht daran, dass er zu klein ist, sondern wie gesagt, da hätte er 360 groß sein müssen, dann Nein. Das war sie ja, die Chance. Ist ja durchaus da, aber das war klar. Ich hab deinen Typen gegen den Rücken geworfen. Vasali. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Oh, wäre der durchgekommen. Ja, das wäre verderben gewesen. So, jetzt zieh dir dieses Tor rein. Zieh es dir rein. Noch ist nicht vorbei. Erst wenn der Ball bei dir hinter der Mittellinie ist, das ist immer noch mein Angriff. Nein, der darf nicht hinter die Mittellinie kommen. Nein. Jetzt geht mal einer ran. Ah, weg damit. Da setzt er zur Grätsche. Schäfer. Marin. Los, Marin, mach irgendwas Cooles. Ja, spiel ihn so auf. Oh, lol. Da drückst du wieder dazwischen, komm, und dann passiert sowas. Danke. Oh. Oh, was läuft denn davon weg? Und ich kann jetzt nicht gegen Alex drehen, das geht nicht. Andrea Pirlo. Ja, ich wusste, dass er da. Nein! Alter, wieder irgendwie so fünf scheiß weiße Typen hinterherlaufen. Was? Im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Papa. Teres. Nein. Oh. Bum. Das hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. So, jetzt geht's hier aber mal ab. So ein bisschen. Zack, zack, zack. Oh, was macht ihr denn da hin? Also, da wo wirklich keiner ist. Ja, genau. Der fällt einfach mal hin. Weißt du, der Spieler mault sich. Das ist einfach hingefallen. Die sah im Ansatz gut aus, die Flanke. Aber jetzt hat der Gegner die Kugel. Ah, okay. Marin. Kann nichts. Alter, 65. Minute und ich muss noch mindestens ein Tor schießen. Und verhindern, dass du noch eins schießt. Ah, ist der schnell. Nein, ich hab mich verdrückt. Weißt du, was auch geil an Neuer ist hier bei FIFA? Wenn du mit dem so einen Abwurf, Abstoßabwurf machst, wie ich eben gemacht habe, ne? Der wird erstmal eiskalt über die Mittellinie. Oh Gott, war das schlecht. Kurani. Ja, du hast immer noch Kurani drin. Ja klar. Das ist es! Gut geklärt. Oh Mann! Damit ist die Gefahr erstmal gebannt. Schade, gut gedacht. Teres. Das kannst du sowas von vergessen, dass der jetzt rein geht. Das kannst du sowas von vergessen. Denn jetzt bin ich am Zug hier. Jetzt kommt der Bubble. El Babbo. Oh fuck, nicht jetzt aus. Oh nice. Aber was ist denn das? Ist ja gar keiner. Augen schaut, dann hat er schon ein bisschen Angst gehabt, aber im Endeffekt ist es gut gegangen. Das konnte doch nicht gut gehen. Solche Bälle sind ein gefundenes Fressen für jeden Gegenspieler. Nein. Rudi. Nein. Was? Assistent zeigt an, Eckball wird's gehen. Oh nee. Der sieht aus wie Ballack. Niemals, also die Flanke ging in Richtung Kareem Abdul-Jabbar. Das war mal ein amerikanischer Basketballer, der war 2,20 groß. Aigner. Mach ihn doch irgendwie rein. Oh, Kurani, du Spaß. Heute für die Verteidigung. Andrea Pirlo. Oh nee.
Lauf doch da unten. Hallo Typi, lauf doch auch gut. So. Mann, ey, ich nehme diesen schwarzen wieder raus in der Scheiße. Hallo, nicht so rassistisch hier, ne? Es liegt nicht an seiner Hautfarbe, es liegt an dem Typen generell. Oh. Hab ich dir schon die geile Szene erzählt aus A Million Ways to Die in the West? Mit dem schwarzen Sklaven? Ja. Jawohl. Nein! Danke. Nein! 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 Kein Risiko eingehen, kein unnötiges. Deswegen der Ball jetzt im Aus. Tevez, das war geil. Ball lautet im Aus. Und meiner nimmt ihn natürlich nicht. Es sind jetzt nur noch wenige Minuten zu spielen. Und beide Mannschaften Lord, was war das denn bitte von? Die Partie für sich zu entscheiden. Wunderbar. Nein, nein. Volle Flanke. Nein! Ja! Der Schiedsrichter hatte doch die Pfeife schon im Mund. Oh mein Gott! Das ist der Lohn der Aber muss, der war gut gespielt, oder? Sensationell. Fußball mal loben kann zum Erfolg führen, so wie hier. Viele sind stark mit dem Fuß. Er macht's regelmäßig. Wie scheiße ist das verdient? Das ist nichts gemacht. Nichts, nein, außer das richtig schön rausgespielt. Oh nein, 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 jetzt nicht am Ende. Tempo raus oh fuck. Oh fuck. Was macht er jetzt? Ja. Was? Ja! Was? Ja, du kriegst einen Preis, du Idiot. Oh, 88. Minute 2-2, Alex. Das wird spannend. Oh nein. What the fuck? Nein. Na, wo ist ein Spieler, der den abnehmen konnte? Passen wir irgendwo hin? Passen wir irgendwo hin? Die Situation und schnappt sich das Spielgerät. So, jetzt aber. Niemals, Junge, niemals. Schieber. Die Chance. Klasse, wie er das Problem gelöst hat. Ja, was war das denn für ein Foul, ey? Gar nichts faul. Ja, deine Mutter. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Weg damit, ja! Du hast aber nicht gewonnen, ne? Keiner hat gewonnen. Das bedeutet Verlängerung. Aber es ist eine Verlängerung. Oh Alex. Alter, ich bin richtig stolz auf mich, dass ich da in der letzten Minute fast noch das Tor bekommen habe, ey. Aber Alex, man merkt, wir sind eigentlich echt vom Niveau her fast gleich. Nee, du bist besser, weil du das schlechtere Team hast. Ja, aber mein Team ist nicht viel schlechter. Du hast eine krasse Abwehr und so, deshalb komme ich kaum durch, aber dein Sturm ist dafür überkrank. Gucken Sie sich das an, die Spieler sehen alle schon mein Sturm auch nicht. Ja, überkrank im Gegensatz zu meinem. So, hier, ziehen und Ball wegnehmen. Müssen Sie sich für die Verlängerung irgendwie nochmal neu motivieren. Irgendwie muss ich mich jetzt nochmal neu motivieren. Geht aber eben. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Was bleibst du denn stehen eigentlich? Lol. Wenn der jetzt noch gegangen wäre. Kurani ist halt ein Babbo, oder? Lol. Lol. Alter. Wegschieß. Bleibt natürlich nach dieser Wir sehen noch einmal auch das wieder eine klasse Parade des Keepers. Lol. Klare Entscheidung, Ecke. Ich kein Tor kassieren, oder? Nein, will ich nicht. Ey, diesen Spieler, den werde ich gleich so rauswerfen. Und in der ist so schön. Wo kommt der? Warum ist da denn kein Spieler von mir? Jetzt mal ganz im Ernst, ohne Spaß, voll ohne. Nein. Geh doch dahin! So. Nein! Warum schieße ich denn? Gib mir den Ball! Du kannst nicht gewinnen gegen mich. Leute, was mach ich denn da? Oh nein, was mach ich denn da? Das kann nicht angehen! Ich will einen fucking Abstoß machen, drück aus Versehen Dreieck, drück nochmal Abstoß machen, dann schießt ihn zu dir. Du Idiot! Da hat er toll Maß genommen und voll abgezogen.
gezogen, keine Chance für den Keeper. Gib mir den Ball, gib mir den Ball, komm, was machen wir? Schönes Stellungsspiel, so kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Oh, war doch ein geiler Angriff, oder? Ja. Kurani, du Schlampe, ey. Ficken! Jetzt kämpfen sie um den Ball. Lol! Alter, dass die nie da einpassen, wo man hinpassen will. Ja, Five Abwehr nicht im Angriff bin, du Schiri, King Jong-Un oder wie du heißt. Warte. Oh fuck, Marien, was bist du? Was hast du denn keine Ausdauer, du Spacko? Was hab ich denn hier noch in der Abwehr? Irgendwas? Ach, da komm ich. Ach ja, ich hab ja nichts zum Auswechseln, stimmt. ZOM. Ich kann nur den einen einwechseln. Ah, ich habe hier noch einen Torwart. Okay, was bringt mir das jetzt, einen Torwart einzuwechseln? Ist doch gar nicht schlecht, wenn der Trainer den Spieler. Oh, warum ist denn Aigner raus? Aigner ist eigentlich echt gut, aber ich müsste noch schon. Ich bin ja sicherlich nochmal gegeneinander. Da muss er dich ja auch nochmal abziehen. Oh, sind die lahm mittlerweile, ne? Ja, ne? Sogar mein 91er. Ist langsam. Alter, was macht der denn da? Bester Mann! Lol. Diese Schiene kennen wir. Er gibt garantiert Freistoß. Ich brauch gleich einen neuen ZM. Jones? Der jetzt reingeht. Ich muss. Ach scheiße, ich muss ja noch ein Tor machen. Ach du Kacke. Rudi. So, die Florian Zerstörer-Taktik funktioniert bei dir. Ja. Jetzt hier der erstmal nur abgewehrt. Was machst du da für ein Kack? Marin. Juan. Ja. Nein! Das gibt es nicht! Was? Hier wird's gleich so spannend, dass mehr Elfmeter im Überfluss geben. Mindestens. Ey, nee, ich will nicht Elfmeter schießen. Er ist der einzige Schießer im Tor. Das ist kein Fußballspiel. Das ist ein Schützenfest. Unglaublich! Vor allem, wenn du sowas machst. Rudi. Rudi! Rudi, ich hab dich gerade eingewechselt. Ja, ich kann einfach nicht verteidigen. Rudi, du kannst sprinten, so wegen Verrückten. Nice, Rudi. Rudi, du bist mein... Rudi ist scheiße. Rudi, kannst du weit einwerfen? Ja. Rudi. Rudi. Ja, das war sogar gar nicht, Rudi. Lol. Lol. Was nimmt der? Er hält ihn fest. Er hat den Ball, der Torwart. Elfmeterschießen, ey. Und das bei unserem ersten Spiel, sozusagen. Lol. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Er liest die Situation und schnappt sich. Nein. 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 Nein, ey. Und wieder. Nein. Ey, ich bin im Angriff gefickt. Was ist mit der Nachspielzeit, hallo? Ja, die Nachspielzeit ist ganz kurz nur. Ey, nee. Also, ich muss jetzt, wie macht man das denn? Also mit dem linken Stick springst du, glaube ich. Beweg dich mal. Ja, gut. Du Fickgesicht! Jawohl! Du musst den roten Bereich treffen. Easy. Warum? Warum? Mach ich das denn hier? So, jetzt so. Warum? Warum ziehst du mich?
Ich werd Fifi. Ziel ich denn? Gar nicht. Du musst den linken, den du auch beim Torwart benutzt, nach links ziehen oder nach rechts halt. Oh, das war fail. Ja. 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 Ja, wie geht das denn? Oh oh. Oh oh. Oh, der war fast daneben. Aber ich glaube, jetzt kommt gerade so ein... Oh, nee, kommt nicht. Nein. Ja, wenn du ihn jetzt hältst, hast du gewonnen. Und du hast vorne am Tor. Oh, ein Marien, der kann nicht schießen, der Spacko. Oh, nö. Nein. Wie du einfach mal drei Bälle hältst. Wovon ist aber der Beste? Skillprämien. Der beste Spieler ist aber Schieber aus meinem Team. Skill, hörst du Skill? Skillprämien habe ich auch bekommen. Warum bist du offline? Bin ich nicht. Wie viel Skillprämien hast du bekommen? Was? Habe ich bekommen? Skillprämie. So, ja. Ja, wie viel? 171. Ich auch genauso viel. Und ich habe 325 Belohnung für Abschluss. Und insgesamt 496. Okay. Okay. Ja, liebe Zuschauer, das war das erste Spiel. Babo-Team gegen Nicht-Babo-Team. Bedanken wir uns mal fürs Zuschauen und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich werde jetzt gleich in der nächsten Folge mir einmal nochmal ein paar deutsche Spieler kaufen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge.